Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der deutsch-polnischen UNESCO-Welterbestätte Muskauer Park, Park Mujakowski, UNESCO-Stätte seit 2004. Eine fast einmalige weltweite Konstellation, dass es gelungen ist, einen zerstörten, vernachlässigten Park wieder zu restaurieren, grenzüberschreitend gemeinsam zu restaurieren. Ich darf Ihnen die Hermannseiche vorstellen, eins der stärkste, mächtigste Baum im gesamten Muskauer Park. Wurde Ende der 80er Jahre in Brand gesetzt, Anfang der 90er Jahre von den polnischen Kollegen wieder nachgepflanzt. Wir sind im Zentrum des Muskauer Parks angelangt. Bezeichnenderweise befindet sich dieses Zentrum auf der polnischen Seite, sodass wir hier im Vordergrund schön murmelnd, rauschend die Neiße sehen. Die Neiße als Mittelpunkt des Parkes, die Neiße aber auch als die berühmte und manchmal auch berüchtigte Linie der Oder-Neiße-Grenze. Dann im Mittelgrund das Schloss und ein toller Trick, dass es Püttler gelungen ist, die Linien so zu staffeln, dass wir heute den Eindruck haben, wir haben eine unendliche ideale Parklandschaft vor uns. Dieser Püttler, den die meisten nur für eine mediokre Eissorte, die sie ihn damit identifizieren, hat hier ein wunderbares Landschaftsgemälde angelegt und deshalb wurde 1901 ihm zu Ehren dieser riesige Findling aufgestellt, der seit 1991 dann auch wieder sein Relief trägt. Und von hier habe ich einen phänomenalen Blick in die Tiefen des Muskauer Parks. Ein Blick, der eigentlich stellvertretend steht für die Beschaffenheit, für die Gestaltung des Muskauer Parks. Es sind diese monumentalen Weiten, diese kontemplative Entspanntheit des Muskauer Parks, die ihn so einzigartig macht. Und unterstrichen wird das durch eine sehr zurückhaltend gedimmte Pflanzenverwendung. Sprich, hier kommen nur diese Elemente der Landschaft zum Tragen und darunter natürlich auch die Bäume, die ehedem in dem Landschaftsraum entlang der Neiße vorhanden sind. Püttler nimmt sie auf, sortiert sie neu, konfiguriert sie zu einer großartigen Naturmalerei, zu einer idealen Parklandschaft. Und diese kann man von diesem Standort hier am sogenannten Mausoleum wunderbar erleben. Wie Sie unschwer erkennen können, finden wir uns wieder auf der deutschen Seite des Muskauer Parks. Das Zeichen Nummer 298 ist eindeutig. Auf der jenseitigen Neiße-Seite sehen Sie das Pendant, den polnischen Grenzwall. Verbunden werden die beiden Parkhälften durch zwei Brücken. Hier sehen wir die englische Brücke, im Krieg zerstört und 2012 wieder aufgebaut. Ich übergebe jetzt diese kleine Führung an meine Kollegin Frau Roscher, die mit Ihnen eine Kutschfahrt durch den deutschen Teil des Muskauer Parks unternehmen wird. Ja, hier ist eine besonders schöne alte Eiche zu sehen, die so diesen richtigen, wunderbaren, ausladenden Wuchs hat. Eigentlich war sie mal zweistämmig gewesen. Ein Stamm ist ausgebrochen, aber trotzdem hat sie noch diesen wunderbaren Wuchs. Und ganz in der Nähe gibt es auch eine Steinbank. Die sind überall im Park verteilt und sind ein richtiges Orientierungssystem. Da kann man immer wieder Plätze finden, wo sich eine besondere Aussicht eröffnet. Die sind jeweils durch diese schlichten Steinbänke markiert. Und wir befinden uns jetzt eigentlich inmitten dieser idealisierten Natur, wie Pückler es genannt hat, in dem eigentlichen Park, wo es wirklich aussieht wie Natur, aber eben von künstlicher Hand ganz geschickt geschaffen wurde. Jetzt tauchen wir gleich in das Schloss Vorwerk ein. Das ist ein alter Wirtschaftshof, den Pückler eigentlich ein bisschen vernachlässigt hatte, muss man sagen. Und der erst unter den nachfolgenden Besitzern diesen tollen Glanz bekommen hat, den er auch heute hat. Also eigentlich ist er erst so um 1900 dann in dieser Form entstanden. Es gibt auch sogar Wohnungen hier, also man kann richtig hier auch dauerhaft im Park wohnen, Mietwohnungen und eben diese Ferienwohnungen. Und es ist einfach wunderschön, hier unter diesen Kastanien zu sitzen auf den Stühlen und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Jetzt sind wir am Schloss angekommen und im Zentrum des Parks. Ich übergebe wieder an Herrn Panning. Wir befinden uns hier auf einem Dreiviertelkreisbalkon, der dem Südflügel des neuen Schlosses vorgesetzt ist und haben einen fantastischen Blick in die Tiefe des Parkes. Gerade jetzt das Spiel von Licht und Schatten konturiert die Baummassen nochmal wunderbar. Sie treten plastisch in Erscheinung. Und gleich nebenan, fast
als Kontrast den üppig dekorierten, bepflanzten Blumengarten. Eine Inkunabel der deutschen Gartenkunst, erstmals im Landschaftsgarten ein Blumengarten. Zwischenzeitlich war er verschwunden und deshalb war es sehr wichtig, ihn wiederzubringen, um das Gesamtverständnis für diese Anlage zu erzeugen. Auf der Seite sehen wir dann noch ein weiteres zentrales Gebäude, das sogenannte Alte Schloss. Alte Schloss stimmt in Realität nicht. Pückler hat hier wieder manipuliert mit den Begriffen. Wir müssen bei ihm immer sehr vorsichtig sein. Es handelt sich um ein früheres Torhaus, über das man diese alte Wasserburg, aus der dann das Schloss wurde, erschließen konnte. Auch was heute so prächtig auf uns daherkommt, war 1945 komplett zerstört. Nichts ist verblieben, die Decken waren eingestürzt. Und es war eine große Tat, dass es möglich gewesen ist, diesen prachtvollen Raum zu rekonstruieren, sodass er heute in seiner vollen Schönheit und ornamentalen Üppigkeit wieder bewundert und bestaunt werden kann.